Ja, hi Leute. Wir präparieren heute eins meiner Highlights, die ich mir aus Frankfurt mitgebracht habe. Und das ist eine Art, die ich schon immer haben wollte. Hier haben wir ein super schönes großes Männchen von Lucanus Crazii Giange. Und ursprünglich wurde die Art Lucanus Crazii von Nagel 1926 beschrieben und diese Unterart Giange wurde dann 1997 von Ikeda beschrieben. Und jetzt habe ich zwei verschiedene Informationen. Zum einen, dass der Unterartenname Giange von der Provinz kommt, in der sie gesammelt oder zu finden ist. Das wäre Vietnam und da heißt es dann Ha Giang Provinz. Da wurde auch dieses Exemplar hier gesammelt im Juli 2015 auf 1500 Metern Höhe. Und die andere Info, die ich habe, ist, dass diese Unterart nach der Frau eines japanischen Sammlers benannt ist. Das wäre dann Duan Lan Jiang. Und weiß nicht genau, was da jetzt die richtige Information ist. Kann noch Zufall sein, dass beides miteinander übereinstimmt und beides richtig ist. Diese Unterart ist endemisch für Vietnam und kommt dort nur im Nordteil vor. Auch immer in höheren Regionen. Also hier dieses Exemplar wurde auf 1500 Metern gesammelt, 1500 Meter Höhe. Und die Nominatform Lucanus Crazii Crazii kommt nur in Südchina vor, in Yunnan, in Provinz Yunnan. Und die Unterschiede zwischen den beiden sind nicht auf den ersten Blick ganz einfach zu erkennen, vor allem wenn man nicht beide Unterarten nebeneinander im direkten Vergleich hat. Habe ich leider nicht. Lucanus Crazii Crazii ist deutlich seltener zu finden als Lucanus Crazii Giange. Die werden tatsächlich recht häufig angeboten, aber selten in so guten Größen. Dieses Tier hier hat 65 mm, angegeben war es zumindest. Das messen wir jetzt gleich nochmal nach. Und 25 Euro für so ein großes Tier ist tatsächlich sehr, sehr günstig für diese Art. Da bezahlt man teilweise für deutlich kleinere, die dann halt nicht diese ausgeprägten Merkmale eines Major-Männchens haben, ähnliche Preise. Und wie gesagt, Lucanus Crazii Crazii ist deutlich seltener und unterscheiden sich wirklich ein paar Punkte, die aber wirklich nur geringfügig sind. Zum einen hat Lucanus Crazii Crazii in der Major-Form einen etwas kräftigeren Kopf, etwas breiter, wuchtiger, etwas geschwungenere Mandibeln. Bei Lucanus Crazii Giange sind sie eher gerade, zumindest nach vorne hin, also so im Profil sind sie auch geschwungen, aber bei Crazii Crazii sind sie halt wirklich so auch ein bisschen geschwungen. Kommt aber auch aufs Individuum an, das ist nicht immer so. Und bei Lucanus Crazii Crazii wäre dieser mediane Zahn etwas weiter zur Spitze, zum Apex hin. Und bei Giange ist er eigentlich immer ziemlich in der Mitte. Zudem hat Giange auch ein paar mehr von diesen kleinen Zähnchen dazwischen. Wie gesagt, das sind nur sehr geringfügige Unterschiede. Wenn man beide Arten im direkten Vergleich hat, beide Unterarten im direkten Vergleich hat, dann sieht man den Unterschied etwas besser. Also hier kann ich ja nur anhand dieses Giange-Männchens ungefähr erklären, wie Crazii Crazii aussehen könnte. Von Crazii Crazii findet man auch wenig Bilder, nur im Internet. In Frankfurt habe ich schon mal Männchen davon gesehen. Waren mir aber dann doch zu teuer, dass ich sie dann nicht mitgenommen habe, sonst könnte ich es euch hier ein bisschen anschaulicher machen. Wie gesagt, Crazii Giange ist die häufiger angebotene Unterart, tatsächlich relativ häufig im Präparathandel zu finden, allerdings selten in wirklich guten Größen.
Diese Unterart kann auf jeden Fall bis 70 mm groß werden, da sind mir Exemplare bekannt, aber das ist dann schon echt ein ziemlicher Glückstreffer. Also 65 mm hier ist zumindest das größte Männchen, was ich bisher mit eigenen Augen gesehen habe. Wir messen jetzt nochmal nach, ob es auch stimmt. Upsi, da war ich schon zu weit. Aber das dürfte hinkommen. Ja. Das sind 65 mm. Jetzt habe ich wieder ein bisschen. Ja, jetzt bin ich auch wieder zu weit. Ja, also. Ich würde 64,9 mal als 65 mm durchgehen lassen. Also schon eine ziemlich gute Größe für diese Unterart. Da habe ich euch hier jetzt nochmal ein paar Vergleichsarten mitgebracht. Da haben wir hier Lucanus formosus links und Lucanus nobilis rechts. Wenn ich ihn jetzt mal kurz hier nebensetze. Also zu große Verwechslungsgefahr besteht da nicht, zumindest nicht mit Formosus. Höchstens ein bisschen von der Körperform, aber nee, nicht so wirklich, ne? Also das seht ihr selber, die kann man gut unterscheiden. Jetzt hier bei so einem kleinen Nobilis sehen die Mandibeln etwas ähnlich aus. Aber bei einem Major-Männchen von Nobilis, die haben deutlich kräftigere Mandibeln und nicht so lange, schmale wie die von Lucanus crazi-djangae. Zudem ist Lucanus nobilis auch eher schwarzbraun, auch mit komplett schwarzen Beinen. Und bei Lucanus crazi gibt es eine rotbräunliche Grundfärbung und gelb-orange Beine. Aber das nur am Rande. Und dann kommen wir zur Präparation. Also, das hier wird eins meiner Highlights, heißt, ich gebe mir hier jetzt besonders Mühe und hoffe, dass wir da ein gutes Ergebnis hinkriegen. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich die Mandibeln positioniere. Wir öffnen sie auf jeden Fall, aber so ganz weit aufgerissen gefällt es mir nicht wirklich. Deswegen werden wir sie so, denke ich mal, eher mittelmäßig öffnen. So in etwa. Ja. Irgendwie ist die rechte Mandibel etwas anders als die linke, ein bisschen länger sogar. Kriegt man wahrscheinlich nicht ganz symmetrisch hin. Naja, gut. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Und dann hören wir uns gleich wieder.
Okay, das wär's jetzt. Also ich hoffe, ich habe das so symmetrisch wie möglich hinbekommen, weil es ist wirklich eine meiner Lieblingsarten. Vietnam ist eben auch das Mekka für Lucanus-Liebhaber neben China. Dort gibt es einige endemische Lucanus-Arten, die mega cool aussehen. Meine Favoriten sind da zum Beispiel Lucanus Pesarinii oder Lucanus Fukinukie. Aber die findet man sehr, 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 sehr selten im Präparathandel. Deswegen nach Vietnam möchte ich neben Borneo bzw. insgesamt Indonesien auch unbedingt, um mal zu sehen, was ich da so finden kann. Wir lassen den jetzt trocknen und dann sehen wir uns beim Abnadeln wieder. Bis dann. Ja, okay. Der Käfer hatte jetzt ein paar Tage Zeit zum Trocknen und ihr seht schon, dass er jetzt auch wieder ein bisschen heller geworden ist. Jetzt sieht man ein richtig schönes Rotbraun. Und wir können jetzt abnadeln. Und ich glaube, das ist echt ein ziemlich gutes Präparat geworden. Aber da haben wir uns ja auch sehr viel Mühe gegeben. Und echt verdammt viele Nadeln gebraucht. Ein bisschen korrigieren an dem rechten unteren Bein. Aber das mache ich später. Wir wollen jetzt erstmal das Gesamtresultat sehen. Also muss ich aufpassen bei den Fühlern. Da habe ich irgendwie eine Konstruktion gebaut, weil er die nicht so richtig halten wollten, wie ich wollte. Aber habe es dann irgendwie so hinbekommen, als ich dann die ganzen Nadeln da kreuz und quer gesteckt habe. Das wäre dann das Präparat. Ich hebe ihn mal kurz an. Ja. Ich hebe ihn so von der Seite und von unten mal. Also wirklich mit krass gelben Beinen. Und eine sehr, 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 sehr schöne Art. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen und es ist echt ein ziemlich, ziemlich gutes Präparat geworden. Ziemlich symmetrisch. Ein paar kleine Korrekturen werde ich wahrscheinlich noch vornehmen. Hier das Bein zum Beispiel ein bisschen höher machen und das hier noch etwas runter und zur Seite. Den Fühler, die Fühler lasse ich so wie sie sind, nachher bricht mir was ab. Das wäre jetzt ziemlich tragisch bei so einem
vor allem auch großem Exemplar mit so einer wunderschönen Art. Da möchte ich mir jetzt nichts mehr kaputt machen. Ja, und ich schau mal, vielleicht gibt es ja nächstes Jahr auf der Börse in Frankfurt auch die Nominatform. Und dann werden wir in der dritten Staffel, die dann wahrscheinlich auch wieder erst im nächsten Winter kommt, auch mal die Nominatform präparieren, wenn ich sie denn kriegen kann. Und auf der Verpackung vom Käfer war schon so ein vorgedrucktes Etikett. Könnt ihr jetzt gar nicht lesen, glaube ich. Vielleicht, wenn ich kurz ein bisschen Schatten mache, ja. Ne? Also da sind dann alle Daten schon drauf, bis auf der Name der Art. Das ist nicht bei allen Präparaten so, dass man schon so ein kleines vorgedrucktes Etikett dabei hat. Normalerweise schreibe ich die dann immer von Hand, weil ich keinen Laserdrucker besitze, der so klein schreiben kann. Ja, dann haben wir hier auch schon direkt das Etikett drunter. Und ja, mit eins meiner schönsten Präparate, würde ich behaupten. Okay, wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare, abonniert. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich sehe euch in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.